Wir haben hier einen Kampf zu gewinnen, eine Schlacht zu schlagen. Wir kommen zurück zu Baldur's Gate 3. Mal schauen, wie wir uns hier anstellen. Draußen sind auch noch welche im ganzen Haus noch Sachen verteilt. Das ist also. Uff. Ihn müssen wir auch irgendwie hinkriegen. Eigentlich als erstes, bevor wir einen anderen machen. Okay, ich würde mal sagen, stürzen wir uns erstmal auf ihn hier mit Gebrüll. Wahrscheinlich der Bossgegner zu sein. Okay. Unsere Giftjanki-Kriegerin kann ja ziemlich gut angreifen. Wer singt denn hier eigentlich im Hintergrund? Ach, das ist der Typ dort unten. Ich hoffe, den kriegen wir jetzt irgendwie erledigt. Komm, den werden wir doch wohl irgendwie down kriegen. 85 ist jetzt nicht so viel. Und wo haut sie dann hin? Ab. Lässt uns hier alleine. Das war nicht so gut. Und wo ist Karlach geblieben? Ah, die steht in mir. Okay. Ist Karlach dran? Gesichtsloser Angriff. Okay, hier haben wir schon ein bisschen was an Schaden. Gekostet. Jo, so muss das. Wenn man ordentlich da unten kriegt. Was passiert hier? Ich sehe nichts. Wer ist überhaupt auf unserer Seite? Nicht so viele, oder? Ah doch, die alle. Das sind gar nicht so viele Feinde. Der Lira. Na komm, überlebt bis der Lira. Da wird jemand gelähmt. Ach, ich find's richtig scheiße, wenn jetzt irgendjemand von denen, wenn jetzt hier der Maul oder... die Leute wegen uns sterben würden. So, Schattenherz. Resistenz, heilige Flamme. Sehr schön, den kriegen wir alle. Den Anführer ausschalten, dann alle anderen. Fehlschlag, fantastisch. Falsche Inspiration auf Isobel. Und du haust hier mal drauf. Das hat nicht ganz so viel gebracht.
uns hier herabstürzen. Kritscher-Treffer. Ich hoffe, Isobel überlebt das und so. Ja, was? Wo sind wir? Ich dachte, wir hätten ihn besiegt. Oh nein, Isobel. Hat doch nicht etwa Isobel getötet. Wir hätten Isobel beschützen müssen. Ach du Scheiße. Wir sind an der Marsch. Jetzt gegen alle dunkel. Alle Isobel! No. Gegen alle Schatten hier müssen. Hells happened. Marcus war eine wahre Seele. Er wollte Isobel zu Kefriks Turm bringen. Er war neugierig, was ihr ohne sie machen würdet. Die Mächte der Absoluten sind geschehen. Jetzt wissen wir, woran wir sind. Gott, spare us. Catherine was planning our demise all along. Listen closely, for there's very little time. Even if last light falls, your mission does not change. You must find Catherine Thorm. As impossible as that task sounds, there must be a way to break the spell that makes him invincible. There are secrets in this ancient waste, hidden from... But hark, something stirs. Was mit Mul und die anderen führt? Oh verdammt. Sind wir jetzt noch durch den Fluch geschützt oder ist die... Oder ist der jetzt hinüber? It's happening. They'll all be taken by the shadows. Only by the grace of Isabel's spell will we be spared the same fate. We cannot hesitate. Not even for those we knew, those we cared for. They're no longer who they were. Still your hearts and steady your hands. To battle! Ach du Scheiße. Zeit befürchtet. Ich habe schon alle meine stärksten Sprüche und Angriffe verbraucht. Das könnte spaßig werden. Okay. Fernkampfangriffe. Jetzt besiegen wir unsere eigenen Leute. So, haben wir hier irgendjemanden? Da hinten haben wir jemanden. Down the hatch. Und der wäre tot. Jimmy on the go. Okay, können wir hier jemanden erschießen? In Sichtweite? Ja, nicht so. Da drüben. Öl fast erschossen. Taking position. Ich kann hier mit gleich immer Feuer casten. Ja, ich weiß nicht, soweit sie dort in der Nähe steht. No mercy. Ja,
Schutz auf sie. Sie muss wenigstens mal überleben. Ja, Feuer, das hatten jetzt am besten nicht. Das hätte früher passieren sollen. Immer noch nicht da oben. Okay, alle badisch inspiriert. Wenn jemand von der Seite kommt, sind wir geliefert. Bewegungsrate, da müssen wir halt Fernschuss machen. Na, jetzt kommen die von der Seite. Dachte ich mir. Dann schalten wir erstmal hier die aus. Dann können wir hier. Können wir. Okay, er war einmal. Schutzschild auf. Haben wir schon alle? Na dann. Oh je, da kommen noch mehr. Mal schauen, wie wir die alle besiegen können. Sind jetzt nicht so stark alle, aber ist schon eine Menge. Alle sind jetzt gegen uns. Die ganze Hafenbande. Okay, hier haben wir jemanden. Sicherer Schlag. Hat wohl nicht so viel gebracht. Ich mache mal ein bisschen Heilung auf Schattenharz. So, na dann. So einer tot. Okay, den kriegen wir nicht mehr. Zwei in einem Zug ausgeschadet. Schattenkriecher. Mal irgendwie ein bisschen aus dem Öl raus. Ach, der Baum hier. Wunden verursachen. Haben wir die Schutzschilder? Warum wirken die nie? Oh, Schatten. Schattenherzes, ups. So funktioniert es zu dem Schutz. Schattenherz geht's nicht gut. Oh je. Die Wurzeln des Bösen.
nicht gut. So, ich brauche dringend Heilung. Und Schattenherz. So gut es geht. Angreifen können wir da nicht mehr. This is my happy place. Können wir den kaputt machen? Jo, ist sehr schön. Und wieder einer tot. So, hier sehe ich jetzt ganz viele Leute. Wir sind umzingelt. Schattenherz sollte sich vielleicht versuchen, hier rauszubegeben. Oh, Schattenherz. Das ist nicht gut. Die brauche ich noch, das Schattenherz. Jetzt sind hier alle auf diesem Spot. Das ist fantastisch. Oh je. Yeah. Ob wir das überleben werden. So, ich müsste mal sie wieder befreien. Ich bin gelebt, Bewegungsrate. Okay, ich sehe hier nicht mehr, wo was ist. Angriff auf den nächsten Stehenden. Another fight. Let's go. Okay, ich habe gerade sehr viel. Ich brauche Heilung. Einer tot. Noch einer tot. Jetzt sind die wieder dran. Schattenherz konnte ich gerade irgendwie nicht retten. Wir retten muss dadurch, dass wir den verdammten Kampf schaffen. Oh nein. Wir können auch nicht zuhauen. Ach du Scheiße. Oh nein. Wir können hier nicht alle drauf gehen. Ich habe zwischendurch nicht gespeichert. Also müssen wir. Oh Scheiße, Mann. Das wird doch nichts. Müssen neue Sachen auftauchen. Wie sollen wir diesen Kampf denn gewinnen? Heilung haben wir nicht mit dabei, fantastisch. Okay, sie haben wieder belebt. Damit haben wir den Zug der Barbaren verhindert. Das ist ein bisschen scheiße. Hier wieder einer weg. Ja, die Heilerin ist am Boden. Schattenherz ist down. Ach du heilige, nee. Schattenherz ist auch wieder down. Wir überleben den Kampf hier nicht.
müssen wir taktisch angehen. Holy shit. Wir müssen die Schattenkrieger frühzeitig ausschalten, habe ich das Gefühl. Die haben alle nur 5 HP. Aber greifen an wie Endboss-Gegner. Sie ist auch fast lieber. Ach du Scheiße. Verdammt. Viel mehr kann ich nicht machen. Nächste Runde sind wir geliefert. Und nicht viele mit uns gerissen, aber... Oh, ich bin tot. Sehr schön, Spiel vorbei. So viel dazu. Also Isobel beschützen und dann vielleicht können wir den Kampf draußen vermeiden. Ich glaube nicht, dass er sich vermeiden lässt, weil das ist Story. Aber ja. Bisschen mehr auf Isobel achten. Ich habe halt versucht, ihn zu töten. Wäre auch eine Möglichkeit, wenn wir es schaffen würden in der Zeit. Ja, das habe ich mir schon so gedacht, dass dieser Kampf hier ein bisschen intensiver wird. Gespannt, was passiert. Das müssten wir auch mal ausprobieren. Was passiert, wenn ein Charakter stirbt? Und was passiert, wenn mein Charakter stirbt? Ist dann, soll ich mir neu erstellen? Ja. Okay, wie meistern wir jetzt die Situation? Okay, wir gehen mal hier hinüber. Ein Dreier schüttet auf sie. Hoffen, dass es irgendwas bringt. Isabel haut auch nicht ab. Ihm abhauen muss. Na toll. Vielleicht können wir ihn irgendwie töten oder so weit oder weit genug kommen. Ohne möglichst viel Schaden zu erleiden. Wie ich das sehe, läuft das hinaus, dass Isobel sowieso gefangen genommen wird.
Wir versuchen das zu verhindern. Ich kann nicht so bei Helm. Irgendwie. Sind wir mal dran? Ach, Schattenherz. Schwache Genesung, hat man nicht stärker als Genesungszauber. Dieses Blindkranken, okay, fantastisch. Ich kann ihn irgendwie ausschalten. Na komm, 4 Schaden. Mach ihn alle. Als ob. Okay, er ist tot. Komm, wir siegen um die Beschützen. Sie haut jetzt nicht die Tür ab. Ach, verdammt. Das ist ein starkes Monster. Na komm. Okay, schnell raus hier. Den haben wir getötet, den Typen, der sie entführt hätte. Vielleicht schaffen wir es auch, das gute Ending zu kriegen. Das wär's. Noch geht's uns relativ gut. Die machen alle Fehlschläge. Das wäre natürlich das Idealste, wenn wir die jetzt hier schnell ausschalten könnten. Nicht, dass sie ja mal noch einen Gegner. Konvertieren den per Fernkampfangriff. Ich bin übrigens harter. Okay. Nochmal Schild auf sie. Oder nicht. Das ist da unten. Oder nicht? Sie sind weit entfernt. Und anderen sind auf unserer Seite, mehr oder weniger. Und sie behält dich selbst. Okay.
hoffe mal, dass es gut geht, weil ich habe hier gerade keinen Angriff, keinen Gegner. Von hier oben kann man nicht irgendwie nicht angreifen. Weg ist unterbrochen. Weg unterbrochen. Ist blöd. Da müssen die unten das schaffen. Ach, da drüben ist der. Ich sehe den Gegner überhaupt nicht. Wir sehen die anderen den Gegner. Der ist scheinbar tot. Scheint alle hoch zu wollen. Das heißt, hier muss irgendwo oben einer sein. Ach, hier kommt einer hoch. Dann kommen den kriegen wir jetzt auch noch. Jetzt geht er da runter. Das ist natürlich toll. Wo kriegen wir denn nicht? Tja, sprinten vielleicht. Können wir mal ein bisschen springen. So nämlich. Der Punkt ist immer noch nicht erreichbar. Jetzt vielleicht? Ne, im nächsten Zug haben wir vielleicht. Ich springe auch mal gerade. Es müsste doch inzwischen erreichbar sein, oder nicht? Sehr schön. Mach ab's. Okay, ich hab's gemacht. Kana rennt von oben. Haben wir es geschafft? Ende die Entführung. Okay, haben wir es geschafft, da was. Das ist ja fantastisch. Wo ist Isobel? Jetzt müssen wir den zweiten Kampf nicht mehr machen. Anything of use? Nix. Nein, hier hoch. Was Mole ist und ich wurde entführt, stimmt. Verlierer, okay. Ich würde hier mal gerne nach dem. Wo ist denn der große Boss? P
Plattenpanzerrüstung, Linde veränderten Körpers, großer Knippel, Parasit. Where's Jahira? Nehmt ihr. Isabel, are you all right? I'm fine. Marcus has been with us since the start. They've been tracking us this whole time. And that was no random attack. You were the target, Isabel. They know how important you are. But they don't know about you. Ketherick will strike again. We need you to strike first. Discover the source of his invulnerability. Make him mortal so we can make him bleed. Good luck. We're in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Like that. Marcus sagt mir, Ketherick wollte euch lebendig bekommen. Warum? Das lasse ich nicht zu. Dann sucht ihr besser eine Möglichkeit, einen zweiten Angriff zu verhindern. Why does a man like him do anything? Power, spite, some kind of twisted personal morality. I can understand why he'd want me dead. Without me keeping the curse at bay, everyone in this inn, everyone intent on killing him, is dead too. As for why he'd want to take me alive, I don't know. And I don't want to find out. Now that we have you, I hope I won't have to. Ah, Verzerrung. Wenn ich erst Ketherick's Kopf habe, werdet ihr wieder sicher sein. Und wenn ich das noch einmal höre, das kann ich nicht oft genug hören. No mercy. For Ketherick will have none on you. End this. Wir werden unser Bestes geben. Das ist rot, das heißt, dass er tot ist oder ist das verboten, ihn zu plündern? Stehlen, aha. Ich meine, das wäre schon. Aber egal. Wir wollen uns hier nicht mit den Leuten verscherzen. Okay. Für den Schutz vor der Schatten, vor dem Schattenflug. Sprich mit den Hafnern außerhalb des Gasthauses zum letzten Licht. Okay. Vielleicht haben ein paar dieser Dämonen noch Sachen bei sich. Wir looten können. Ah, Mol, geht's los. Geht's gut. Mol would do the same for any of us. You know it. But how do we get into Moonrise? We can't fight those shadow things. You know what Mol would hate more than anything? Bad things happening to us. You've seen what's out there. We wouldn't stand a chance. Mol war die mit der Augenbinde. Ihr bleibt da, ich hole Mol nach Hause. Sie ist vermutlich schon tot. Mol ist etwas recht, sie kommt schon zurück. But it's our job to bring Mol back. Look at them. They're a proper adventurer. And if we got hurt, Mol would be really mad at us. Fine. But you gotta understand, Mol is family. Bring her back. Unbedingt. Please. Das werde ich unbedingt tun. Aber erstmal. Traitors among us. A child taken. And she like an only Schweine. If they had taken Isabel too. Ich hätte es wissen müssen. Wir wurden alle kalt erwischt. Konzentrieren wir uns darauf, Ketherick zu besiegen. Nehmen an, ihr habt eine Vergeltung im Sinn. Agreed. We must end the threat at Moonrise altogether. With your help,
We stand every chance of doing just that. I trust that you will. Nichts Neues zu berichten, aber die Suche geht weiter. Ich wollte euch noch etwas fragen. A search burdened by unnatural darkness. But don't let that discourage you. Then speak. Euren Namen habe ich schon gehört. Wo? Ich habe die Hafner überhaupt von den absoluten. Wir haben die Hafen überhaupt von den absoluten erfahren. Ugh, some crusty balladmonger, I expect. They have me slaying gods or laying with them, depending on the bard. Aha. Ich verstehe euch, mein Gefährte. Wulu hält es auch nicht immer mit der Wahrheit. Ich hörte, ihr hättet beide getan. Hättet beides getan. Und was von beidem stimmt, scheint euch nicht zu gefallen, dass man sich an euch erinnert. Wulu das hier. Oh, that old fraud should be dust a century past. But then, lies live forever. And he's half made of this stuff. Ah. There are as many versions of a tale as there are people to tell it. Let that satisfy you. And anyway, the heroics of old have done seeming... We fight, we die. And we just hope that when our time comes, there is someone else to take our place. Lass mich raten, ist jemand bin ich, Oha. Wenn Sie sicherlich mehr als das bewirkt haben, berühmte Worte inspiriert euch ja so eure Hafner. No need of that. Every harper is a bard unto themselves, I'm afraid. Help me root out this cult. And they can spin stories about you for a change. Aha. Ist jetzt im Team oder was? The shadows haven't consumed you. Good. Ach, sie wartet hier, bis wir zurückkommen, Bericht erstatten. Ich bin mir nicht sicher, ob das passieren wird. Watch your back out there. If it's not the cult coming for you, it'll be the shadows. First cultists nearly murder us, and now we have a traitor on the inside. Can't we trust anyone? Konzentriert euch darauf, das hier zu überstehen und könnt mir vertrauen, hört auf zu jammern. Easier said than done. So, Katze. Begun! Schon dabei. Muss eh weg. Good work rooting out the traitor. I knew Marcus well. Never suspected a thing. Mm-hmm. Nix dabei gehabt. Okay, auch wenn wir von dem Kampf nicht viel davon getan haben, ich würde trotzdem erstmal eine lange Rast machen. Oder heben wir es uns noch auf, falls wir mal. Nee, wir machen noch keine lange Rast. I broke bread with that flaming fist. Little shit. Vielleicht gibt es hier noch was. Always knew Marcus was a snake. He did well to knock the light out of him. Burning through our oil, but it should just yeah, we müssen irgendwie einen Weg finden jetzt. Just about. We shouldn't hang around too long though. I bet they're close. Wir wissen gern, ob es einen Weg geht. Gibt es wieder von Schatten Fluchschutz Fluch bekommen würden. I knew there was something off about that fist. Glad you were here to take him down. Aha, hier ist noch Hafen und
Here. Best yet, boss. Where that came from. Wish we had stone or steel. Can't trust anyone anymore. And that includes you. Danke für das Vertrauen. Haben wir alle Fackeln dabei? Wird ungern dort draußen mit Fackeln kämpfen, aber. Und wenn es nicht anders geht. Something's on my mind. Vielleicht können wir hier noch was kaufen für den Weg. I sold a pair of boots to that traitor. Can't believe it. Das Schild ist schon genial. Dann haben wir so viel. Ja, wir hätten fast so viel Gold, aber ich weiß, wir könnten auch eintauschen, aber. Uff. Kurzschwert, 5 bis 10 Schaden. Was schon ziemlich geil aussieht. Selber grün. Rosa am Platz grün. Purpur. Färbemittel Purpur. Schlammiges Rot. Purpur ist eigentlich das, was ich brauche. Können wir irgendwas verkaufen? Ein Rapier oder Rapier, den können wir verkaufen. Wir haben jetzt einen besseren. Die Schuhe wollte ich noch behalten. Höhe der Verkleinerung können wir sehr gut brauchen noch. Die Rüstung sind jetzt auch schon sehr geil. Schild der Hingabe. Wenn dich ein Gegner mit einem Nahkampfangriff trifft, kannst du dir deine Reaktion verwenden, um den Gegner umzustoßen, sodass er liegend ist und ihm keine Geschicklichkeit zurückgeht. Das ist schon einfach. Das ist eigentlich schon ziemlich geil. Das Ding brauchen wir irgendwie. Könnte Karlach gebrochen. Oh Gott, 700. Was haben wir denn, was wir da eintauschen könnten? Schriftrolle zerbersten. Das sind Schriftrollen, könnten wir hinlegen. Bei ihnen gebünst haben. Giftresistenz. Muss es noch irgendwas zum Wert hier dabei? Tante Unsichtbarkeit, den brauchen wir aber wahrscheinlich. Na, Stiefel des Streitens, na gut, wir finden auch wieder besser. Wir verkaufen mal gute Sachen, ich weiß es. Ich weiß, aber es ist schon. Das Schild ist schon geil. Was hältst du von den Soliden, die wir geklaut haben? Verkaufen wir dir zurück. Wichtige Sachen tauschen wir hier ein. Okay, da hätten wir schon ein bisschen was.
500. Mit 200. Ich glaube, so wär's. 728. Tauschen wir das. Sehr schön. Take care now. Karlach braucht das Schild. Falls es denn tragen kann. Nee, kann sie nicht, verdammt. Du hast auch eine Zweihänderwaffe. Aber der kann das keiner von uns tragen. Jo, so nämlich. God's blood, this is heavy. Gut. Haben wir noch keinen Weg gefunden. Sprich mit den Hafen und außerhalb des Gasthofs zum letzten Licht. Okay, mit wem haben wir hier noch nicht gesprochen? Ich habe schon mit vielen gesprochen. Symphony. Hope you're the praying sort. We need all the help we can get. Ach, die Hafner hier. Too dark to tell. You mean to reach Moonrise, and I've orders to help you. The path to the towers is drenched in blackness so deep, even a torch cannot quell it. Yet, the cultists have found a way to move freely. Whatever this method, you must claim it. A cultist convoy crosses the land as we speak. I've readied an ambush. Say the word, and we fly. Fallen wir den Konvoi, geht voraus, ich folge. Geht schon mal vor, ich hole euch ein. Sollte diese Bestien mich nicht schützen? Wartet hier, ich brauche etwas Zeit. Isabel's blessing is a palliative, not a cure. Some shadows even her magic can't counter. Okay, wartet hier, ich brauche noch etwas Zeit. My feet are planted deep till you return, but don't tarry. The greater the opportunity, the shorter its visit. Say the word, and we set the ambush in motion. My feet are planted deep till you return, but don't tarry. The greater the opportunity, the shorter its visit. Okay, ich würde mal eine lange Rast machen, um das nicht schon alles versaut. It'll need to. Naja, wir brauchen einige Attacken von Karlach wieder. Ich hoffe, wir verlieren hier nicht eine Zeit, die Zeit, und dann kommen die Angreifer. Ich werde mal das Spiel speichern. Unbedingt nach dem Kampf. Den Kampf will ich nicht nochmal wiederholen müssen. Ich hoffe, das kostet. Ich habe gespeichert, falls es jetzt kommt, wenn wir aus dem Lager kommen, oh, die sind jetzt da und haben das Lager überfallen. Playtime's over, Pet. Ach du Scheiße. Oh, I love this time of year. The dickheads start popping up wherever you look. What do you want, Mizora? Drop the attitude and perk up your ears. You've got a new mission. Absolute's cult has gone and grabbed one of Zariel's assets. A devil. And a powerful one at that. They're locked up in the cult's fortress, Moonrise Towers. And you're getting him out. Na, ich will sie jetzt nicht angreifen. Wir haben gerade schon einen Kampf hinter uns. Was habe ich damit zu tun? Vergiss es meinetwegen, kann dieser Scherge in den Türmen verrotten. Die haben sie diese Teufelin gefangen, wenn sie gar so mächtig ist.
Clause Z, Section 13. Should promised soul refuse obeyance or neglect duty, the pact holder shall cast the promised into Avernus as a lemur. I'll make it simple. Will fails or refuses, and he turns to a thick blob of stink flesh and sinks to Avernus. Now, be a good boy and play fetch, pup, or you'll spend an eternity sizzling in the hells. Das hat ja nicht so gut geklappt. Wir werden die noch irgendwann erledigen. Why did it have to be Mizora? Why did it have to be Zariel? We're supposed to risk our necks to get one of her assets. What if it's a runaway like me? Or something far worse? Aber nicht jetzt. Wir werden die irgendwann angreifen und ausschalten, aber. Missbeziehung zu Mizora ist gegenseitig. Er hilft ihr und sie muss ihm helfen. Das könnte zu unseren Gunsten ausgehen. Nach dem, was Will geopfert hat, um euch zu retten, ist es Zeit, den Gefallen zu erwidern. Wenn wir nicht helfen, wird Mizora Will in einen Lemuren verwandeln. Könnt ihr damit leben? Damit kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Ich weiß nicht. Vielleicht können wir sie irgendwann noch gebrauchen. Zur Unterstützung, vielleicht kann sie uns im Kampf irgendwann mal helfen, aber. Ja. Will war jetzt bisher noch nicht so ein gutes Teammitglied, dass du das sagen würdest, dass du dann. dass ich mich für ihn opfern würde. And I'm coming once in slightest. But I'm telling you now, it's a bad idea to play games with a devil. You never win. Not ever. Sie wird schon greifen, mal sahen und besiegen sie. Gibt's denn schon eine Schlacht im Lager? Aber nicht jetzt. You know, I feel a connection between. Like we're two souls walking the same path. You might be a little naive in the ways of the world, but I see promise in you. Ambition. Ich bin ganz wahr. Was meint ihr mit naiv? Glaubt mir, ich bin überhaupt nicht nicht wie ihr. Ich dachte, dass ihr mich hasst. I just worry that we're not considering all our options when it comes to our uninvited guests. How many people are infected with them, do you think? Hundreds? Thousands? And they're not just goblin trash. There are powerful people in the Worm's Thrall. Whoever's waiting for us in the Worm's Towers controls it all. Übrigens hübsches Schwarzgewand. Das hat schon mal gut eingeklappt. Diese böse Macht, ich will das nicht tun. Und wie genau wollen wir das anstellen, solange bis wir unsere Gedanken in Schinder verwandeln? Meine Flockenidee. Also, ich werde die nicht nutzen. It's people that are good or evil. And even they can be a little bit, I'm just saying, there's an opportunity here. If we can control the tadpoles, we can keep ourselves safe and liberate the world from this evil. Nein, auf keinen Fall. So much for thinking you had ambition. Da denke ich gar nicht über nach. Still, we're not there yet. Maybe you'll see the light. Yet. Nein, wir werden das nicht benutzen. So, wo ist denn unser Gale? Er möchte noch sprechen. Das ist ein langer Weg hinter.
Hebe den Schattenflug auf. Die Ziele heil sind von Art. Okay. Zu dem wollte ich. Erstmal. Mazora set me on fiends inside and outside the Hells. She's never ordered a rescue. Gods. She makes a mockery of everything the Blade stands for. Such an asshole. Es ist nicht, als ob ihr eine Wahl hättet. Erledigt die Mission oder vergammelt in der Hölle. Ich dachte, ihr solltet Teufel jagen. Verstößt das nicht gegen euren Vertrag? Wir müssen euch noch von diesem Pakt befreien. Habt ihr eine Ahnung, wer dieser Teufel ist, der befreit werden soll? Genau das. Somewhere there must be a weak link, a loophole, an exploit. Either we find it, or I'm made a mindless blob clawing at demons on the front line of the Blood War. Dazu wird es nicht kommen, die Schwertkiste blutet ihr zu viel. Es ist furchtbar, tut mir wirklich leid. Ihr werdet also zu einem Lemuren gleich, was passiert. Ihr seid genau das, was Kala gesagt hat. Ich habe kein Mitleid mit euch, oh Gott. And it means everything to me. I always knew what my future held. And I know I chose right. Die Kultisten haben euren Vater zu den Türmen des Mondaufgangs gebracht. Florik hat es bestätigt. Then we know our mission. All roads converge at moonrise. Da wollen wir sowieso hin. Können wir Florik vertrauen? I was 11 when the Counselor spotted and slayed an assassin who stalked Father from the shadows. I was 13 when she brought word of a goblin warband advancing on Rivington. Her keen scouting saved 100 lives that day. The Counselor's loyalty to my father is beyond question. She's as steady as Tyr's heartbeat, as upstanding as the Sword Mountains. Father's at Moonrise Towers, and we need to save him. Der Kult muss einen Grund gehabt haben, euren Vater zu entführen, aber welchen? They want violence, they want control, they want Baldur's Gate. Who better than Grand Duke Ravengard to surrender it? Who better than the commander of the Flaming Fist to dismantle its defenses? They will infect okay, him, so and the city's guardian will become its ruin, unless we put a stop to it. Mondaufgang, unser nächstes Ziel. Also auf nach Mondaufgang. Wir können nicht zulassen, dass Großherzog Ravengard in die Häfen der absoluten Fährt. We can't and we won't. The shadows be down. So, hallo Heilsen. You wish to speak? Im letzten Licht hält sich eine flammende Faust auf. Der Fluch hat ihm das Bewusstsein geraubt, aber er murmelt etwas von einem gewissen Taniel. He is? Then I must see him. Insensible or not, he knows something. I will go to see him at once. Join me when you can. Okay, wir haben eine Mission. Wie gehst du hin? Mach erstmal eine lange Rast und dann können wir da weiter gucken. Seems simple enough. Okay. Besaufen uns heute in der Nacht. So nämlich. Nicht lang schnappen, nee, nur durch den Einsatz von Alkohol am Rast ein. Yay. So, jetzt bin ich mal gespannt, was außerhalb des Lagers abgeht. Ob wir schon zu spät kommen.
for a good cause. Aye. Our asses. Okay, ist noch nicht zu spät. Wir haben ja auch noch was mit Dingen zu tun. Sprich mit Dämmen. Haben wir doch mit Heilsinn noch eine Sache zu reden. Thought I sensed an infernal. What are you doing here? Same thing as you, I reckon. Trying to stay out of the shadows. Ah, das ist Karlock's Quest. Hold on. I know you. The weaponsmith, right? Drafted into the blood war when your city was swallowed by Avernus. Not too different from my own story. Well done making it out alive. Same to you. Though unless my senses deceive me, you brought a bit of the hells back with you. Infernal engine? Who needs a heart when you've got one of these to keep you warm? Thank you, Zariel. Forget warm. You're burning up. Might be burning out a piston ring. Or leaking oil. Mind if I take a listen? Please do. I've been dying to find an infernal mechanic. Oha. Aber bringen sie nicht um, wir brauchen sie. Now that's hot. Too hot. I think I could sort you out. But I'll need some infernal iron and a lot of luck. Okay. Wir suchen Eisen. Wisst ihr vielleicht, wo wir ein ferranianisches Eisen finden können? Können wir eure Waren sehen? As a matter of fact, I think I might. I've sensed some in the area. It has a pull to it. Absolutely magnetic. Once you know what you're looking for. Ich vermute doch, wir werden nochmal hier zurückkommen. Nachdem wir die Karawane überfallen haben, werden wir auch nicht direkt zum Mondturm gehen. Fuck yes, we will! Sure. Meantime, if you need to stock up, everything I have is available. Mhm. Oha. Wieder geile Sachen, die wir nicht bezahlen können. Oha. Sieht halt alles geil aus, aber wir haben schon bessere Waffen. Sicherheitsschild, das könnte man gebrauchen. Ein gutes Färbemittel. Ungewöhnlich. Ich nehme mal Färbemittel mit, das können wir gebrauchen. Können wir Sachen färben. Surprise. Wir können Sachen färben mit Färbemittel. So, haben wir überhaupt irgendwas noch? Schriftrollen verkaufen. Eine Bade. Brauchen wir hier noch irgendwas? Sehr spannende Musik gerade. Leichte Armbrust 4 bis 11 Schaden. Ah, die kann mehr. Ne, können wir nicht gebrauchen. Lederhandschuhe. Haben auch schon Besseres gesehen. Ach, weißt du was? Nimm. Shout if you need anything else. Ein gutes Färbemittel. Mhm. Ja, rot weiß ich nicht, aber ich hatte doch hier Purpur gekauft. Wo haben wir denn das? So blau, Purpur. Da wäre ich ein Freund von.
Ui, sehr schön. Das gefällt mir. Vielleicht können wir hier noch mit Ruth die Mütze färben. Uah. Sieht man gar nicht gut aus. Was ist denn da los? What's the bug? Ich habe jetzt eine weiße Mütze auf. Was ist denn da passiert? So ist besser. Wir den immer nur rot färben. Ah, nicht schlecht. Passt irgendwie. So, wo wollten wir jetzt rein? Hier wollten wir nochmal hin. Dann müsste hier noch Heilsinn auf uns warten. Ja, ich glaube, mit dem Heilsinn machen wir am nächsten Part weiter. Schauen wir uns beim nächsten Mal an. Weil der Timer sagt, die Zeit ist gekommen. Einmal Spiel speichern. Na dann, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.